Herzlich willkommen hier mitten auf meinem Kanal. Ich wollte euch mal wieder ein bisschen mitnehmen. Schon länger nichts mehr hochgeladen. Ja, starten wir auch gleich. Gucken wir mal, was wir spielen. Und mal irgendwas war. Ja, den müsste ich eigentlich leveln, aber ich habe keinen Bock auf den. Mal einen kleinen Booster rein. Nimm euch mal zwei, drei Ründchen mit. Ah, ich glaube, das war 140er. Okay, da wir sehr fleißig sind, werden wir den T54 fahren. Auf dem habe ich so die schlechteste Crew von meinen Neunern. Da muss unbedingt was getan werden. Pilzen, keine Arti, wunderbar. Also machen wir. Ich will den unbedingt leveln, also möchte ich möglichst lange leben, viel Erfahrung machen. Ich fahre mal rechts. Sehr gut. In der Heavy Egg ist ein bisschen wenig los. Wenig bis gar nichts. Schauen wir mal, ob wir dem Kong ein bisschen helfen können. Wenn es geht, supporte ich immer die Heavies gerne. Okay, da hat eine Aggressionspillen geschluckt. So, ich habe sie mir gefangen, Leute. Steht da rechts was? Ja. Shit, shit, shit! Jetzt bin ich One-Shot für jeden. Wir haben sie böse erwischt.
Ihr könntet mal ein bisschen helfen kommen, Leute. Das sind die Leute, die keine Mini mehr bläsen können. Hier geht der Punk ab, nicht da drüben. Da haben wir nur zwei Udes. Mr. Emil ist tot. Aber gerade. Ist aber einer mutig. So, das war's. Na dann. Die Öffnungsrunde nicht schlecht. Ach Mädels, komm. Ja, klar. Das war geil gerade. Ja, der Conway bounced an mir. Normalerweise wäre ich mausetot gewesen. Ich habe irgendwie. Ich habe da keine Lust. Ich hätte mich jetzt hier hinstellen können. Und hier hin. Und hier hin und abwarten können, dass die anderen vorfahren und ich mein Damage machen kann. Aber so ein Typspieler bin ich nicht. Ich fahre dann vor, weil ich keinen Bock habe auf das Camping-Scheiß. So. Mein Panzer könnte einen Kratzer abkriegen. Das sind dann die Typen. So, apropos Kratzer. Ich habe ja vor, wollte ich euch ein bisschen damit nerven? Soll ich? Ach ja, soll ich oder soll ich nicht? Ich glaube, ich habe es schon verraten. Zack, muss das mal hochschieben. Das ist mein nächster Zehner. Aber ich kann mich momentan irgendwie nicht so aufraffen. Bis zum T34. Da habe ich abgebrochen. Ich will eigentlich dann so richtig einsteigen beim IS-2. Beim 7er. So, aber eben hat Zeit. Momentan habe ich irgendwie keinen Bock. Aber ich glaube, der ist ganz gut. Der WZ. Ja. Ganz okay, die Runde gewesen. Ich hätte campen können, hätte ich noch 1000 mehr Damage gemacht, aber kein Bock. Gut, da ich den leveln möchte, ich wiederhole mich. Noch einen drauf. Ja, die Woche ist heiß. Wir haben Sommer, Leute. 22. Juli ist heute. Die Woche, glaube ich, haben sie da fast 40 Grad. Haben sie da fast 40 Grad erwartet hier im Süden? Naja, ist Sommer. Man kann in den Schatten gehen. Was meinst der Matchmaker ganz gut mit mir, ha? Heavy Ecke. Oh Gott, hier verschluckt. Heavy Ecke fahre ich nicht. Nur verplemperte Zeit da unten. Deswegen kommt man da auch.
T95 wahrscheinlich entgegen und auf die habe ich keinen Bock. Haben wir Klicker? Schau. Jo, einen GB-Tiger. Puh, ich bin ziemlich alleine. Es ist wieder Hero Time hier. Nee, Holzfäller Time. Ja, okay, dann muss ich mal in die Fluchtstellung gehen. Weil allein habe ich hier keinen Bock zu kämpfen. Jesus, guck dir mal den Lemming Train des Todes da unten an. Kein Bock. Oh Leute. Wenn wir nicht mal ein paar TDs da stehen. Einen Stritz haben wir da. Okay, it's random time. Heißt, wir passen uns dem Team an. Spielen nicht unseren Stiefel runter, den wir sonst immer spielen. Jetzt hast du kein schönes Leben. Himmelhilfe. Guck mir das mal an hier. Da, da, alles frei. Und dann in den Arsch kriegen wir erstmal bestimmt nicht. Dann sehen wir da hochgehen. Ich auf die Fresse von der Seite. Das ist scheiße. Egal. Ach, guck. Unser Jodeljochen hat sich mal entschieden. Abzuhauen. Ich könnte ihm einen in den Arsch blasen. Nein, Team Damage ist keine Lösung, Freunde. Das große Problem am T54 ist diese scheiß Kanone, die nicht rauf und runter gehen will. Jetzt warten wir einfach, bis sie kommen, die Boys. Oh, das ist doch eine scheiß Kanone. Am ersten sage ich Hallo. Ah, da kommen sie schon. Die wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Abstehen, nicht vorfahren. Was für eine credible Scheiße da. Ich weiß, ich riech dich, mein Freund, ich riech dich, dass du da bist. Es muss was passieren. Wenn man da steht und sich wie ein Kaninchen, da ist er doch. Wusste ich's doch.
Komm, du willst doch meinen Stritz. Komm, komm, du willst ihn doch. Du Pfeifenkopf. Komm mit. Wie bitte? Unser Munitionslager wurde getroffen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Wo ist der scheiß Panther? Ach je. Dieses Katz-und-Maus-Spiel mag ich gar nicht. Meine Fresse, diese Russen und ihre Kanonen. Also komm. Was ist er denn? Du, Grandma? Der war jetzt blöd und unnötig. Der Arme war ein bisschen überfordert gerade. Ah, doch noch eine ordentliche Runde draus geworden. Moghetto. Mann! Komm jetzt! Komm jetzt, triff! Come on! Scheißgern! Machen wir jetzt!
Geht der scheiß Stritz noch? Den machst du nicht auf, warte mal. Ich glaube, er hat was vor. Vielleicht kann ich ihn ein bisschen überraschen. Die 95 ist ein bisschen out of game. Ich doch. Ah, er wusste es auch. Scheiße. Ah, hätte ja gut gehen können. Okay, er scheint es gerochen zu haben. Ich habe gedacht, er guckt in die andere Richtung. Ach man, schade. Naja, es war klar, dass er da noch drin steht. Naja, schade, schade. Manchmal geht's gut. Ich hätte auch den T95 eigentlich weiter vorne erwartet. Dann fährst du ran an so einen Stritz, kettest den, dann nimmst du ihn gepflegt auseinander. Aber, er hat's gerochen. Weil so schnell kannst du dich nicht drehen. Trotzdem ganz nette Runde. Jetzt fahren wir doch mit dem Schluck deutschem. Mit deutschem, warte mal. Gutem Leitungswasser. Ach, das ist schade, das ärgert mich. Jetzt hat er sich verlegt, der Hund. Ja, er war auch recht schlau. Trifft man selten Leute mit Gehirnzellen bei dem Spiel. Nein, das war nicht so gemeint. Ja, aber auch erfahren. Ich guck mal, wie viele Gefechte der hat, der Strötzit. Es interessiert mich jetzt mal. Die Sau. Naja. Das war der Stritz, ne? Ja, der Achter. Ich guck mal. Das interessiert mich jetzt, weil das war kein Anfänger, glaube ich. Der wusste, was er da hat. Der hat's gern. Der typische WOT-Spieler kommt immer gern von hinten Richtung Popo. Klingt logisch, weil da ist der Panzer am leichtesten zu beschädigen. Na komm, mach hin hier jetzt. Ach, das ist schade. Aber ich mag so Spiele. Habe ich dann auch kein Problem mehr zu verlieren. War trotzdem cool. Wenn es so knapp ist und 2 gegen 2 Panzer ist, hat der T95 in der Stritz gut gemacht. Immer den Schulterschluss suchen, immer zusammenbleiben. Das haben die ganz gut hingekriegt. Jetzt gucke ich mir den aber mal an. Teamauswertung. Stritzle, wo bist du? Ach, guck einer an. Er ist 5000 Gefechte. 5, 6.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Cool, cool, cool. Jo, naja. Da ich ein recht ambitionierter Teamplayer bin, nehme ich mal unsere Teameinladung an. Mal gucken, was los ist hier. Die zwei Replays müssten dann reichen für heute. Das heißt ambitioniert, engagiert. Ich spiele ganz gern Team. Schauen wir mal, ob sie schon voll sind. Muss da meistens den Server wechseln. Wenn sie voll sind. Hoppala. Mache ich noch ein Random, wenn sie noch einen Platz haben, wenn sie mich noch brauchen. Jo, dann beende ich mal das Random. Okay, Leute, dann jo, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Rechts unten könnt ihr den Kanal abonnieren, indem ihr da draufklickt auf mein Logo. Und jo, schaltet wieder mal ein. Ne? Ich lade die Tage wieder mal was hoch. Gell? Okay, bis dann. Ach, das Spiel war ärgerlich. Okay, bis dann, Leute, gell? Ciao, ciao.